Hallo, liebe Freunde der leichten Öl- und Unterhaltung, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Ja, wir befinden uns, wie ihr seht, wieder in dem Schultest und haben uns auch gerade eine Drogensucht eingefangen, die wir gerade mit einem Fixer behandelt haben, zumindest gerade versuchen. Und deswegen immer dieses Geblitze, weil dann, glaube ich, in dem Moment der. Der Blitzer sich meldet. Der Fixer versucht, die Unabhängigkeiten, die Abhängigkeiten zu entfernen. Also Nachtpirschen mit der Waffe sind keine besonders gute Idee. Macht das nochmal das 8 Nachtpirscherblut? Nichts, ne? Nichts, nichts, nichts. Da die Jungs eh meistens auf Nahkampf kommen. Das ging ganz gut. Glaube, das bringt mir nichts, ne, wenn ich da nochmal reingucke. Bin mir gerade nicht sicher. Bringt mir absolut gar nichts. Was ist denn jetzt eigentlich meine Aufgabe? Muss ich den Test nochmal bestehen oder muss ich das Vieh töten? Bin ich ja jetzt mal gespannt. Fix hat nachgelassen. Okay, ich muss den. Die Daten beschaffen. Okay, das war Nummer 1. Diesmal sind es alle die Nachtpirscher. Und die Selbstschussanlagen. Dass ich keine Stimpaks oder sowas hab, das ist schon echt heftig, ey. TP alle 5 Sekunden. Muss ich erstmal ein bisschen warten. Natürlich nicht so pralle finde. Aber was willst du machen? Also ich habe jetzt keinen Bock hier wegen so einer Scheiße hier drauf zu gehen. Hans Zimpek wäre echt eine geile Nummer, ey. Aber nein. Aber nein, aber nein, aber nein. Hinter der Tür. In der Library werden sich wahrscheinlich welche befinden. In dieser Einrichtung bin ich der Herr. Vor langer Zeit war ich hier Schüler. Und jetzt bin ich der So schon wieder nicht. So haut das nicht hin, Leute. Okay, wieder eine Herausforderung mehr, sag ich dazu.
Bisher haben wir auch jede Herausforderung gemeistert. Ob es jetzt länger gedauert hat oder nicht. Werden wir auch diese meistern. In dieser Einrichtung bin ich der Herr. Vor langer Zeit war ich hier schon. So, jetzt ein Witz. Jetzt bin ich allmächtiger göttlicher Rektor. So wie ich bald der Herr über Big MT sein werde. Du, de, du. Hört ihr das? Das ist meine Siegesfanfare. Ach, glaubst du doch wohl selber nicht, mein Freund. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Ich würde gerne wissen, ob das deckt. Eigentlich der Monitor mit den Daten für die Kurze. Fehlt doch ein Terminal. Da bin ich jetzt blöd. Hallo? Hier fehlt doch ein Terminal. Bei die Streberin hier an der Wand normalerweise. Oder hier drauf. Ist ja Mist. Ist ja kompletter Mist. Oberdorf, 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 Oberdorf. Zwanzig Sekunden TP plus 3, das ist natürlich auch nicht schlecht. Und ein bisschen Nachtsicht. Was ist die Quarz? Ja, ne? Oh, die Victory. Die Quarz war das, ne? Die ist zuerst nach oben. Da ist der nächste Computer. Stundenplan. Okay. Die Anlage ist hinterm Kraftfeld. Bedeutet, er sieht mich nicht. Werkzeugschrank. Ich habe schon wieder vergessen, wo die dritte ist. Moment. Daten. Local Card. Hier. Direkt um die Ecke. Da auch mal ein bisschen schneller. Der scheint auch oben zu sein. Da sehe ich schon wieder die Nachtpirscher rumwurschteln.
So, ich nehme noch einmal, weil es so geil war, eine New Coca-Cola Victory. Gefahr, wer hat mich denn hier gefährdet? Gibt auch TPs zurück. Deswegen mache ich das jetzt gerade auch nur, weil ich ja momentan in dieser beschissenen Lage bin. Keine TPs mehr zu haben. Okay, die Quarz hat nachgelassen. Eben das Geschütz da hinten außer Gefecht setzen. Vielleicht treffe ich hier von hier aus. Ne, tue ich nicht. Ne, ich treffe von hier aus gar nicht. Das ist Mist. Das ist ganz großer Mist. So, was haben wir hier? Schülerakte. Die dritte. Das sind aber anders verteilt worden. Zum Teil. So. Jetzt habe ich alle drei. Jetzt muss ich das Testgebiet noch irgendwie munter verlassen. Komme ich hier rein? Lockcop Industries. Willkommen, Terminal Startabfrage. Datenschutzbesitzer, Dateien, übrige Konten, anhalten, Neustart, Wartung, Dropcode Industries, bla bla bla, tralala, tralala, tralala. Was da steht, könnt ihr selber lesen. Seebug-Modus ausführen, Kennwort, leck mich am Arsch. Sheriff, einer richtig. Zwei richtig. Zwei richtig, einen Versuch habe ich noch. Sending. Terminal gesperrt. Wenden Sie sich an einen Administrator. Admins sind blöd. Ja, das Problem hätte ich auch anders lösen können. Viel geschickter, wenn ihr mich fragt. Aber ihr war zu spät gesehen. Was soll ich denn noch zu trinken? Wasser. Hier gibt es wahrscheinlich auch nichts Neues. Wird nirgends so was Neues geben. Ich hätte einfach runterfallen lassen können. Ach, tot. Verdammt. Und ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert. Ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert. Oh, ich liebe es, wenn ich nicht speichere. Hier in der Library habe ich gespeichert. In Was ist das dieser denn? Einrichtung bin ich der Herr. Vor Ah, langer Zeit war ich hier Schüler. Und jetzt bin ich der sonstiges Hilfsmittel, New allmächtige, Coca-Cola. göttliche Reaktor. Boah. Den mal ausprobieren. Gucken, was passiert. Ich probiere den mal aus. Ach so. Mist. Schade. Schade, schade, schade.
Klack. Schleichangriff. Kritischer Treffer erledigt. Ach, jetzt nicht nur das Amt. Hier ist das nicht. So. Heute sind die nicht so, heute ist die nicht so gut. Letztes Mal habe ich die Jungs so weggeschnetzelt und jetzt. Doof. Okay, andere Taktik. Ich schalte wieder auf meine Pistole um. Mach jetzt mal die 16er mit Munition leer. Habe ich jetzt auf den Fuß geschossen, ich Dämlack? Weiter, mein Freund. Wie oft hast du das jetzt eigentlich schon erzählt? Hä? Wie oft hast du das jetzt schon erzählt? Und was ist bisher passiert? Nichts ist passiert. Ne? Gar nichts. Häng weg. Davon habe ich auch noch 9. Mach ich auch erstmal leer. So, Krankenzimmerakte. Schülerakten abrufen. Oceans Dingensplan. Okay, weiter geht's. Einmal zwischenspeichern. Muss ja nicht nochmal alles durchgemacht werden. Und ab in die Ducke. Genau. Ach du Heilige. Sagt natürlich auch kein Schwein, ne? Warum sagt mir denn keiner, dass ich keine Lebensenergie mehr habe? Und ich speichere hier munter vor mir hin. Mann. Nehmen wir mal so eine Victory. Die Gesundheit sehe ich jetzt hier gerade nirgends, ne? Schade eigentlich. Jetzt muss ich erstmal warten, bis ich mich hier voll aufgeladen habe. Das ist natürlich etwas doof. Aber ohne Stimpaks ist das natürlich echt ein Problem. Und stellt euch mal vor, ich hätte jetzt noch im Hardcore-Modus gespielt. Das heißt quasi, Heilung dauert länger, du findest nicht so viel Munition. Stimpaks heilen auch nur über Zeit und all so ein Quatsch, ne? Das wäre auch nochmal eine harte Nummer geworden, ne? 20 Sekunden schon rum. Scheint fast so. Was haben wir denn noch? Genau, die ganzen Sunset Operillas. Damit kann man auch ganz gut arbeiten. 2 Punkte pro Sekunde. Die sind auch nicht radioaktiv, das ist auch schön. So, Sunset Operator lässt nach. Ja, das dauert jetzt leider ein bisschen. Aber machen wir das am besten so. Die Folge ist jetzt eh gerade rum. Es tut mir leid, dass das am Ende so blöd war. Aber das ist das Spiel, das gehört nochmal dazu, ne? Ich mache jetzt hier offline meine Lebensenergie wieder hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss!